Ja, ich glaube, mental haben wir uns jetzt langsam leider vom Sommer verabschiedet. Der Herbst hat uns fest im Griff und wir wissen, pass auf, den Herbst kommt der Winter und der wird uns auch im Griff haben. Was wir auch bedenken müssen, ist, dass unser Auto im Winter andere Ansprüche hat als im Sommer. Im Sommer eigentlich immer pflegeleicht, im Winter angelaufene Scheiben, gefrorene Scheiben. Die Heizung geht viel zu spät an oder die Batterie schwächelt sogar. Und genau diese Probleme werden wir hier in dieser Sendung lösen, beziehungsweise Ihnen Lösungshilfen vorschlagen. Und tun wir mit einem Produkt der zweiten Generation, das Richtig. Muss ich gleich sagen, wo ich den Vorgänger schon sehr liebe und schon den Namen, der ist Programm Windschutzscheibenwunder, aber hier jetzt 2.0. Es ist wirklich ein richtiges Windschutzscheibenwunder, denn ich möchte wetten, dass Sie auch wahrscheinlich gerade im Moment, wo die Sonne wieder deutlich tiefer steht als in den Sommermonaten und wo Ihnen mit Sicherheit mal so im leichten Nieselregen der ein oder andere mit einem Xenon-Scheinwerfer entgegenkommt, schon mal festgestellt haben, dass vielleicht die Scheibe von innen so mal wieder ordentlich ausgereinigt werden sollte. Ja, mitunter ist sie auch ein Stück weit beschlagen, aber ich sag mal, das Ausreinigen zählt für mich eigentlich zu den häufigsten Ursachen für schlechte Sicht nach draußen. Und da haben wir, glaube ich, hier bei Pearl TV seit vielen, vielen Jahren die absolut perfekte Lösung für Sie. Und das ist ein Windschutzscheibenwunder, bestehend aus einem Mikrofaserpad zum Ausreinigen der Scheibe und einem verlängerten Stiel, dass man ganz einfach mal hier quasi im Sitzen ganz bequem eine Scheibe ausreinigen kann. Jetzt hat Ralf völlig recht, das war der Vorgänger, den haben wir, glaube ich, alle im Auto. Ich nutze ihn seit vielen Jahren. Dieses Modell hier hat noch einen ganz entscheidenden Vorteil. Es ist eine Teleskopverlängerung, das heißt, Sie machen aus ein paar Zentimeter Verlängerung eine noch entspanntere Verlängerung auf bis zu 60 cm und damit kommen Sie wirklich überall an die Frontscheibe dran, aber auch an alle anderen Scheiben rund um Ihr Fahrzeug. 2-in-1-Lösung bedeutet, das Gerät hat noch einen zweiten ganz entscheidenden Vorteil. Und da sind wir natürlich beim Winter. Sie haben hier nochmal einen zusätzlichen Eiskratzer. Und ich glaube, wir kennen das alle. Ja, den vorderen Teil der Scheibe kriegst du noch einigermaßen sauber gekratzt. Sobald Sie an die Mitte der Frontscheibe ran müssen, müssen Sie sich übers Auto drüber lehnen. Dann haben Sie die ganze Kleidung versaut, dann ist alles nass. Das macht natürlich keinen Spaß. Dann machen Sie es ganz einfach so, verlängern Sie das Ganze und dann haben Sie deutlich mehr Spiel, um bis zur Mitte der Frontscheibe dran zu kommen oder zur Mitte der Scheibe, wo Sie eigentlich hin möchten. Ich gebe das Teil mal dir an und dann kannst du uns vielleicht mal zeigen, wie das gemacht wird im Fahrzeug selber. Ich nutze diese Gelegenheit oder nutze eigentlich fast jede Gelegenheit, um mal eben kurz über meine Scheibe von innen drüber zu gehen. Wenn ich mal an einem Bahnübergang stehe und mal 2-3 Minuten warten muss, bei einer langen Ampelphase beispielsweise, mache ich das auch ganz gerne mal. Und damit Sie natürlich das Ganze nicht trocken machen müssen, so wie es Diana hier gerade macht, haben wir noch eine kleine Pumpflasche mit dabei. Da füllen Sie ganz einfach so einen Scheibenreiniger rein und sprühen das einfach entweder auf das Pad oder auf die Scheibe selber. Und jetzt gucken Sie sich das mal an. Diana sitzt ganz bequem auf ihrem Fahrersitz und kommt jetzt wirklich an jeden Bereich der Scheibe ran. Diana, wenn du den Teleskopstiel rausziehst, hast du noch ein bisschen mehr Freiheit. Ja, das ist wirklich genial. Einmal drehen, so, verlängern, genau. Und jetzt guck mal hier, gerade in den Bereich unten, wo die Luftauslässe sind, das ist so ein schmaler Spalt zwischen Scheibe und Armaturenbrett, da komme ich mit den Fingern gar nicht wirklich dazwischen. Mit diesem Windschutzscheibenwunder funktioniert das. Da ist oben auch noch ein kleines Gelenk mit drin, dass man hier eben jederzeit, also auch mal in die kleinen Winkel, in die kleinen Ecken reinkommt. Und so ist das Ausreinigen der Scheiben in Ihrem Fahrzeug wirklich ein Kinderspiel. Funktioniert übrigens auch mit Dachschrägen bei Ihnen zu Hause. Denken Sie mal in Ruhe drüber nach. Ja, vor allem ganz ohne sich den Rücken zu verrenken. Sie kennen das Problem des Putzens der Windschutzscheibe von innen. 11,39 €, das ist Ihr TV-Sonderpreis. Und ich glaube, das sollte spätestens jetzt bei Ihnen Platz finden im Auto. Ich habe meinen Windschutzscheibenwunder übrigens in der Ablage in der Tür. Die Bestellnummer ist die ZX6421 und die 569. Jetzt wird es bald diesen Nachtfrost geben, das heißt, jeder, der früh morgens raus muss, steht dann erstmal eine ganze Weile am Auto, flucht und kratzt. Das können wir auch vermeiden. Wir haben hier eine rundum oder fast rundum Abdeckfolie, die letztes Jahr Anfang November ausverkauft war. Ja, klar. Im Moment ist sie noch lieferbar. Es war ja mildes Wetter, aber das soll ja, wenn man den Meteorologen glauben darf, bald in Frost sich ändern und dann ist sowas Gold wert. Dann stehst du da morgens an deinem Auto und hast es eilig. Die Kinder müssen zur Schule, sie müssen ins Büro oder haben einen Termin und dann stehen sie erstmal am Fahrzeug und müssen überlegen, wie sie denn jetzt eigentlich die Scheibe frei bekommen. Sorgen Sie doch ganz einfach dafür, dass Eis und Schnee überhaupt nicht erst auf Ihrer Scheibe ankommen, indem Sie ganz einfach eine Folie drüber ziehen. Ich weiß, dass manch einer das ganz gerne mal mit einem Zeitungspapier versucht oder mal mit einem alten Pizzakarton oder sowas. Das hat alles nicht wirklich funktioniert. Und deswegen haben wir hier eine perfekte Scheibenabdeckung, die mit Sicherheit auch bei Ihnen auf der Frontscheibe, egal ob kleines oder großes Auto, auch mal ein großer SUV, ohne weiteres Platz findet. 2,70 m x 94 cm, so
sieht er eingepackt aus oder so sieht die Folie eingepackt aus. Jetzt haben wir da vorne noch mal eine liegen. Darf ich dich bitten, Diana, mal da auf die andere Seite vom Fahrzeug zu gehen? Dann ziehen wir die Folie ganz einfach mal drauf. Und ich weiß, dass viele mal sagen, ja, eine Folie ist eine super Angelegenheit. Das Doofe ist nur, wenn dann mal vielleicht ein Windstoß kommt, dann ist es natürlich doof, wenn die Scheibe dann gleich wegfliegt. Hier haben wir zum einen 12 Magnetfixierungen, die schön eingelassen sind in das entsprechende Material, dass der Lack nicht verkratzt wird. Und zum anderen haben wir hier noch praktische Laschen mit drin, die ganz einfach hier in die Tür reingepackt werden können. Unabhängig davon wird natürlich hier auch die Seitenscheibe bzw. auch der Rückspiegel entsprechend geschützt. Und damit natürlich auch Langfinger keine Chance haben und auch der Wind dem Ganzen nicht ausrichten kann, haben wir hier einfach mal diese Lasche. Die können Sie jetzt hier, ich mache es jetzt einfach mal so, das kann man schöner hinbekommen, aber nur mal zu zeigen, zack, haben Sie es hier quasi mit drin. Jetzt ist die Scheibe abgedeckt, jetzt kann Schnee und Eis überhaupt nicht mehr an die Scheibe dran. Vorteil für Sie, die würde ich drunter packen, Diana. Ja, ja, das ist das Schöne. Nee, also die Scheibenwischer ruhig unter die Folie. Ach so. Ja, dann bleiben die nämlich auch quasi von Eis und Schnee befreit. Carsten, muss man hier zu zweit sein? Nee, überhaupt nicht, kriegst du alleine hin. Das ist eine Seite und dann die zweite Seite drüber ziehen, das kriegst du auch ohne weiteres allein. Dauert keine Minute, dann ist die Scheibe zu. Da sehen wir es auch und für gerade mal 18,04 €. Nochmal, nicht nur die Frontscheibe, sondern auch die Seitenscheiben und der Spiegel sind hier geschützt. Das heißt, normalerweise, wenn man so eine Frontabdeckung hat, muss man ja trotzdem noch mal kratzen, weil es ist Pflicht, die Sicht auch nach links und rechts frei zu machen. Und es ist auch, glaube ich, eine Sicherheitsoption. Und wer übrigens auf Glas zurückgreift, mal vorne so ein Guckloch rausmachen, das ist eigentlich unverantwortlich. Also wirklich so haben sie freie Scheiben und ich glaube, das Drauflegen geht, lass es eine Minute gehen, das Abnehmen 30 Sekunden. Also ich glaube, die Zeit können wir gerne in Anspruch nehmen. Die Bestellnummer ist die NX9551 und die 569. Jetzt gibt es viele, die haben noch ein ganz anderes Problem, nämlich ihr Auto ist schon etwas älter, die Heizung braucht relativ lang, bis der Motor sich aufgewärmt hat und dementsprechend auch warme Luft ins Auto kommt. Hier haben wir etwas, was auch gegen beschlagene Scheiben hilft, aber vor allem eine Zusatzheizung ist. Ich habe die Erfahrung bei den Diesel gemacht. Die brauchen immer ein bisschen länger, um auf Touren zu machen. Ich habe beides gehabt. Benzinbetriebene Fahrzeuge und dieselbetriebene Fahrzeuge. Vielleicht kennen Sie das Problem, dass der Diesel ein bisschen länger braucht, um warm zu werden. Dementsprechend ist natürlich auch die Luft, die da aus dem Gebläse rauskommt, eher kalt. Bei kalten Umgebungstemperaturen ist es nicht gerade produktiv, wenn man die Scheibe dann freipusten möchte. Es dauert wirklich ein paar Minuten, bis man überhaupt einen Ansatz im unteren Teil, so einen kleinen Seeschlitz hat. Und ich sehe häufig Autofahrer, die gerade morgens dann immer so irgendwie versuchen, über diesen kleinen Seeschlitz dann vorne in der Scheibe die Straße zu treffen. Um Gottes Willen, lassen Sie das bleiben. Zum einen dürfen Sie es nicht, Sie müssen die Scheiben frei haben und in alle Richtungen gut gucken können und in Ihrem eigenen Interesse. Man übersieht mal schnell etwas, ein anderes Fahrzeug, ein Auto, Motorrad oder im schlimmsten Fall ein Kind. Und die Diskussion möchte ich mit Ihnen ehrlich gesagt nicht wirklich führen. Deswegen haben wir eine Zusatzheizung für Sie hier im Programm. Die können Sie ganz einfach hinten zuschalten auf zwei verschiedene Stufen. Ich glaube, Sie sehen das hier schon und Sie hören es auch ein bisschen. Jetzt geht das Gebläse gleich schon an. Ich schalte mal die zweite Stufe hoch. Hier wird es warm und gleichzeitig kommt der entsprechende warme Wind hier vorne aus den Auslässen raus. Schon und damit warm. Stellt man das ganz einfach mal entweder Richtung Frontscheibe oder ganz einfach auch mal ins Fahrzeug rein, um hier eine zusätzliche Wärmequelle zu haben und um ganz einfach dafür zu sorgen, dass man eben hier auch mal diese beschlagenen Scheiben ganz einfach und schnell frei bekommt. Das Schöne ist, mitunter haben Sie auch schon mal erlebt, dass gerade die Beleuchtung im Fahrzeug nicht gerade die beste ist. Ja, gerade dann, wenn man mal was sucht, irgendwo unten im Fußraum zum Beispiel oder im hinteren Teil des Fahrzeugs, da ist Ihnen was runtergefallen unter den Sitz, dann haben Sie hier nochmal zusätzlich eine kleine Beleuchtung. Und wenn auch die Rückspiegel beschlagen sind, das finde ich fürchterlich, habe ich letztes Mal versucht mit einzuparken, das ging fast in die Hose, kleine Katsche an der Felge habe ich mir reingehauen wegen dem blöden Bordstein, dann nehmen Sie das ganz einfach mit und pusten somit auch gerne mal die Rückspiegel hier außen ganz einfach frei. Ist eine super komfortable Angelegenheit und damit Sie keine separate Stromquelle brauchen, so wie ich jetzt hier, docken Sie das Ganze einfach an den 12-Volt-Anschluss in Ihrem Fahrzeug an und dann ist das Ganze auch mit Strom versorgt. Tolle Möglichkeit hier, um mal eben schnell die Scheiben frei zu bekommen, aber auch die Rückspiegel und nochmal zusätzlich eine kleine Heizfunktion im Fahrzeug zu haben. Also nicht frieren, auch nicht auf den ersten 20 Kilometern. Einfach, wenn man
man losfährt, wenn der Motor läuft, richtig, auch die Zusatzheizung einschalten. Und im Prinzip kannst du auch die Seitenscheiben mal frei föhnen. Ach, ich nenne es jetzt mal föhnen, obwohl es eine Zusatzheizung ist. Und die bekommen sie für gerade mal 17,09 €. Und ich glaube, da ist diese Zusatzheizung wie jeden Cent wert. Die Bestellnummer ist die NX9397 und die 569. Aber auch der Reifendruck spielt eine große Rolle bei der Sicherheit unseres Fahrzeugs. Und gerade jetzt beim Räderwechsel von Sommer- auf Winterreifen und vor allem auch durch Temperaturunterschiede kann der Reifendruck extrem variieren. Und deshalb ist es wichtig, dass ich den regelmäßig kontrolliere. Aber jetzt fährt nicht jeder jeden Tag an der Tankstelle und schaut. Da hast du uns was Perfektes mitgebracht. Ist schon sehr kompliziert, muss ich zugeben. Ich habe letztens auch mal wieder meinen Reifendruck kontrolliert. Da gab es zum einen dieses Ding, was du von diesem Kompressor runternimmst, von Rad zu Rad quasi. Und dann gab es dieses große Element mit dem langen Kabel. Das finde ich noch schlimmer. Neben mir stand übrigens einer, der saß ganz genauso. Da ist es übrigens sinnvoll, wenn Sie ganz einfach mal einen eigenen Kompressor mit dabei haben, um vielleicht auch mal zwischendurch den Reifendruck zu kontrollieren. Denn Sie wissen ganz genau, bei niedrigen Temperaturen, je kälter es wird, desto mehr schrumpft die Luft zusammen. Sie werden es am Reifendruck feststellen. Und je wärmer es wird, desto mehr dehnt sich die Luft aus. Und die Reifen sind der einzige Kontakt zur Straße, den Sie haben. Das hat mir mein Fahrlehrer seinerzeit schon immer mit auf den Weg gegeben. Das habe ich mir gemerkt, weil es so ist. Ein falscher Reifendruck macht sich bemerkbar im Bremsverhalten Ihres Fahrzeugs, im Fahrverhalten Ihres Fahrzeugs, macht sich natürlich auch bemerkbar beim Verschleiß der Reifen und selbstverständlich auch, wenn es um den Spritverbrauch geht. Und ich glaube, bei den aktuellen Spritpreisen möchten Sie mal sicher gehen, dass Sie den perfekten Reifendruck dran haben. Sie nehmen ganz einfach hier diesen kleinen Zusatzschlauch raus. Das Ganze wird übrigens hier geliefert in einer kleinen praktischen Transporttasche. Und das ist der kleine handliche Kompressor. Den ganz einfach einschalten. So. Und dann haben Sie hier ein LCD-Display, wo Sie ganz einfach sehen können, wie sieht es mit dem Druck aus. Das ist ein Druckmanometer, der Ihnen den Ist-Zustand mit auf den Weg gibt. Und über die Plus- und Minustasten hier an der Seite können Sie den gewünschten Druck auf 0,01 bar genau einstellen. Ich lasse es jetzt mal bei 2,5 bar und darf Diana mal bitten, vorne zum Reifen zu gehen und das mal zu zeigen. Vorne am Ventil. Ja. Funktioniert bei einem Auto, funktioniert bei einem Motorrad, bei einem Fahrrad, bei einem Anhänger zum Beispiel. Wenn Sie jetzt Feuerholz aus dem Wald holen und der Hänger ein halbes Jahr gestanden hat, kontrollieren Sie bitte auch den Reifendruck Ihres Hängers. Bei Wohnmobilen funktioniert es genauso. Und wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, welchen Reifendruck brauche ich denn eigentlich, machen Sie mal die Fahrertür auf. In der Regel haben Sie einen Aufkleber in der Tür und da steht ganz genau drauf, wie viel Druck Ihre Reifen denn eigentlich haben sollten, wenn Sie alleine unterwegs sind oder mit Vollbeladung. Übrigens, bei mir, als ich es erst mal gesucht habe, habe ich es genau da gesucht, bei mir steht es im Tankdeckel. Im Tankdeckel? Ja, also gibt es auch. Aber schauen Sie mal, Sie haben es gerade gesehen, sie hat gemessen und sieht jetzt, es fehlt ein wenig Druck und jetzt drückt sie einfach auf Start und der eingestellte Luftdruck wird automatisch nachgefüllt bis zu dem, was Sie brauchen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Bei vielen gibt es auch, wenn sie mal in der Werkstatt waren oder auch die Räder von der Werkstatt gewechselt haben, diesen Hinweis, bitte nach 50 Kilometern nochmal den Reifendruck und die Felgen kontrollieren. Ja. Also auch das können Sie damit dann machen. Oder Reifendruckkontrollsysteme, die Fehlermeldungen geben. Richtig. Kann ich damit auch eben überprüfen. Also ich habe so ein System auch bei mir im Fahrzeug. Mein Fahrzeug meldet sich und warnt mich, wenn mein Reifendruck unter 2,2 bar ist. Dann ist es in der Regel aber auch schon 5 vor 12. Ich für meinen Teil habe mir angewöhnt, das etwas regelmäßiger zu kontrollieren. Übrigens ist das nicht immer nur bei Sommer- und Winterbereifung der Fall. Ich habe Allwetterreifen drauf und auch die haben natürlich jetzt bei veränderten Temperaturen einen unterschiedlichen Reifendruck. Hier sehen wir es mal, Sie können so ein kleines handliches Gerät jederzeit im Fahrzeug dabei haben, entweder im Handschuhfach oder mal eben im Kofferraum, in der Seitentasche Ihrer Tür. Und wenn Sie es einfach mal kontrollieren wollen, dann nehmen Sie es mal raus und kontrollieren Sie es. An der Tankstelle vergisst man es oft. Diana, ist gut, danke. Kannst ausmachen. Ja, ich glaube, wir haben das Prinzip verstanden. 2,4, dann haben wir es bald. 2,5 wollen wir reinpacken. Ja? Ja, dauert einen kleinen Moment, aber ist ja in Ordnung. Ja, lieber einen kleinen Moment warten, als mit falschem Reifendruck unterwegs zu sein. Ist mal der Reifenabrieb ist auch ein Thema. Reifen sind auch teuer geworden. Dieser Bremsverhalten ändert sich und auch der Spritverbrauch kann in die Höhe schnellen. Ja. Bei 1,80 der Liter. Und gerade bei dem Reifendruckkontrollsystem, das ist übrigens seit 2016 Pflicht in der EU, diese Fehlermeldung nervt. Wir haben das gerade bei Rebeccas Auto gesehen, das war übers ganze Display in der Mitte eine Warnmeldung. Ja. Die geht ja nicht aus. Yeah. Und mich stört sowas. Und da kann man es einfach auch mal selber beheben und den Reifendruck natürlich vernünftigerweise gleich wieder richtig machen.
47,49 €. Das ist Ihr TV-Sonderpreis. Übrigens mit 10,3 Bar auch für Lieferwagen geeignet, aber auch fürs Fahrrad zum Beispiel. Motorräder, Roller, alles was Luftbereifung ist. Die Bestellnummer hier für unseren Kompressor ist die ZX8344 und die 569. So, jetzt haben wir freie Scheiben, wir haben ein warmes Auto, wir haben den richtigen Luftdruck und jetzt kommen wir zur Pannenursache Nummer 1 und das ist die Autoelektrik bzw. die Batterie. Ich habe erst neulich wieder eine Statistik gelesen, 43% aller Pannen laut ADAC sind durch Batterieprobleme. Wir zeigen Ihnen jetzt, wenn Sie so ein wackeliges Auto haben, wo Sie wissen, oh, Batterie, weiß ich nicht genau, ob die durchhält, zeigen wir Ihnen jetzt drei Möglichkeiten, wie Sie sich da ein bisschen absichern können. Und das habe ich Ihnen jetzt mal in der Originalverpackung ganz einfach präsentieren wollen, damit Sie mal sehen, wie das bei Ihnen zu Hause ankommt. Vielleicht möchten Sie es auch so im Auto belassen, ist ein kleiner, schmaler Karton und im Inneren dieses Kartons bekommen Sie genau das, was Sie haben möchten, nämlich eine Powerbank mit über 15.000 mAh, die übrigens auch dazu geeignet ist, um mal ein Smartphone wieder mit Energie zu versorgen und Sie bekommen zwei Möglichkeiten von uns an die Hand, wie Sie eine Autobatterie wieder flott machen können. Beide möchte ich Ihnen mal ganz gerne zeigen. Das ist die eigentliche Powerbank, die hier natürlich mit den entsprechenden Anschlüssen ausgestattet ist, auch mit USB-Anschlüssen, dass man ganz einfach eben auch mal ein Smartphone und so weiter anschließen kann. Mit Beleuchtung zum Beispiel auch, wenn es im Dunkeln mal passiert. Und die erste Variante, die immer dann gewählt wird, ist natürlich das Anschließen über die sogenannten Polklemmen direkt an der Autobatterie. Das kennen Sie, rot auf rot, schwarz auf schwarz oder ein anderes elektrisches Teil in Ihrem, an Ihrer Karosserie und dann lädt die Batterie wieder hoch. Viel interessanter aber, und das ist der Grund, warum ich Ihnen speziell diese Variante gerne empfehlen möchte, ist das hier. Ja? Sie haben hier eine Möglichkeit, eine Autobatterie wieder flott zu machen, eine komplett leergelaufene Autobatterie wieder flott zu machen, ohne dass Sie auch nur ein einziges Mal aus dem Auto aussteigen müssen. Und das funktioniert hier, indem Sie ganz einfach diesen 12-Volt-Anschluss in den 12-Volt-Stecker Ihres Fahrzeugs andocken. Ja? Dann wird Ihnen hier angezeigt, wie lange es noch dauert über die entsprechenden LED-Anzeigen, bis die Batterie wieder so flott ist, dass sie wieder anspringen kann. Das kann mal 10, mal 15 Minuten dauern. Haben Sie bitte etwas Geduld. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Sie jetzt, wenn Sie jetzt irgendwann mal in den Wintermonaten abends um 10 oder um 11 aus dem Restaurant vom Essen kommen und draußen schneit es ist kalt und es ist schmuddelig und Sie wollen eigentlich nur nach Hause, dass Sie dann nicht unbedingt auch noch die Motorhaube öffnen möchten, um hier direkt an die Batterie zu gehen. Ich habe doch schon mal ein Auto, da bin ich gar nicht an meine Batterie rangekommen. Das war ein Kombi, da war die Vollverschalung. Die war Vollverschalung, ja. Also bei einem alten Auto kann man es noch hin, bei einem modernen Fahrzeug ist das schon fast eine Sache für sich. Also ganz einfach nur in den 12-Volt-Anschluss andocken, ein paar Minuten warten. Sie sehen es, wenn die Batterie genug geladen ist. Und dann fahren Sie ruhig mal ein paar Kilometer extra, noch mal eine Runde um den Block, denn die Lichtmaschine wird dafür sorgen, dass Ihre Autobatterie dann wieder voll ist. Und so, wenn ich Diana mir so anschaue, ja, wenn so ein Mädel jetzt hier so gekleidet irgendwann im Winter ins Auto steigt und nichts passiert, möchten Sie nicht, dass das Ihre Tochter oder Ihre Enkelin ist, die dann versucht, irgendwie bei einer geöffneten Motorhaube die Batterie wieder kurz zu schließen. Dann lieber so, ist komfortabel und sicher. So, und das haben wir heute zum absoluten Jokerpreis. Wir schauen mal gemeinsam auf Pearl.de, auf den jetzt im Moment aktuellen Preis. Dort mit 83,99 € schon sehr günstig. Hier und heute für Sie 69,99 €. Und das, was du gerade gesagt hast, mit man möchte nicht, dass eine Tochter oder Diana irgendwo nachts alleine ist. Diana, du kannst da ein Lied davon singen. Ich sage jetzt nochmal ein Stichwort. Bremen, 2 Uhr morgens, Batterie leer. Das, genau das Erlebnis hattest du, oder? Ja, das stimmt. Und ehrlich zu sein, das war wirklich, ich hatte so viele Sorgen, weil das war dunkel. Ich war schon zu spät zur Arbeit, ich wollte fahren. Und dann, ich habe nur diese Krokodileklemmen für 70 Euro gekauft. Ja, das so, nur Krokodileklemmen. So und danach, ich habe noch gesucht, wer kann mich helfen, weitermachen. Das war wirklich so schrecklich. Also ich möchte das nie wieder, diese Situation haben. Also für mich, das ist super Powerbank, nimmt keinen Platz, kann einfach im Auto liegen. Ja, vielleicht nutze ich nie in meinem Leben mehr, aber Sicherheitsgefühl, das brauchen wir alle. Genau, das ist der Punkt. Ja. Wir haben viele Kunden, die sagen, sowas bestelle ich mir gerne mal für meine Tochter. Die ist jetzt gerade als Fahranfänger unterwegs, da lässt man mal ein blödes Licht an. Ja, den Schwingspiegel, mal die Beleuchtung angelassen und 3 Stunden stehen lassen, bombs ist die Batterie leer gelaufen. Oder mal so ein Ladeteil von so einem blöden Handy mal drin stecken lassen, dann entlädt sich die Batterie auch ganz gerne mal wie von selber. Und dann möchten Sie nicht, dass
das passiert, dass dann nachts um zwei der Anruf kommt, du, ich bin hier 150 Kilometer von zu Hause weg, was mache ich denn jetzt? Und versuchen Sie mal nachts um zwei jemanden zu finden, der A, an das Fahrzeug rankommt und B, auch noch eine Überbrückungskabel dabei hat. Dann lieber einfach ins Auto einsteigen, andocken, paar Minuten warten, 10, 15 Minuten warten, dann springt der Motor wieder. Kurz noch die E-Mails checken und zu Hause anrufen, dass es ein paar Minuten später wird und schon geht die Fahrt weiter. Und das für 69,99 Euro. Die Bestellnummer hier ist die ZX3023 und die 569. Und jetzt noch ein kleiner Hinweis an die Herren der Schöpfung. Wenn Sie das Ihrer Tochter, Ihrer Enkelin, Ihrer Frau ins Auto machen, ganz kurze 2-Minuten-Einweisung, ja, genau, dass sie weiß, was zu machen ist, weil das kann ja wirklich jederzeit passieren. Jetzt habe ich vorhin gesagt, 43%. ADAC sagt noch andere, also 43% Pannenursache, leere Batterie. Aber der ADAC findet hier natürlich auch die Gründe dafür. Und zwar, da sehen wir es, etwa 3,7 Millionen Mal rücken die Pannenhelfer im vergangenen Jahr aus. Das heißt 10.000 Einsätze jeden Jahres. Und da kommt auch der Grund. Fragt man nach den Gründen, wird an erster Stelle das Alter des deutschen Autobestandes genannt. Im Schnitt sind die Fahrzeuge hierzulande circa 10 Jahre alt. Mit dem Alter eines Fahrzeugs steigt aber auch die Pannenhäufigkeit, denn manche Fahrzeuge verschleißen nun mal zwangsläufig. Gerade bei älteren Fahrzeugen kommt es daher auf die Einhaltung der Serviceintervalle an. Offenbar nehmen diesen Rat aber viele nicht ernst genug. Das heißt also, die Fahrzeuge werden älter, anfälliger unter Umständen. Und dann kann es natürlich, wenn Sie da auch dazu gehören, mit einem bisschen älteren Fahrzeug unvermittelt einfach auch mal zu einer Panne kommen. Und nochmal, die meisten Pannen sind Batterie. Und da hast du uns jetzt den zweiten Vorschlag, ja, wie man so eine Panne selber lösen kann. Und das ist ebenfalls wieder eine Powerbank. Ich habe das übrigens selber schon mal erlebt. Ich hatte selber schon mal eine Panne auf der Autobahn und habe also fast 3 Stunden auf den Automobilclub gewartet. Ist keine Schimpfe. Die Jungs haben wirklich sehr, sehr viel zu tun. Aber als sie dann ankamen, war natürlich dann auch irgendwann mal meine Batterie am Ende. Auch ein älteres Auto. Und als er dann den Schaden behoben hat und ich weiterfahren konnte, kam er quasi auch mit so einer Powerbank, hat meine Batterie wieder flott gemacht. Er sagte, komm, du hast noch 150 Kilometer bis zu Hause. Bis dahin ist die Batterie wieder vollgeladen. War ungefähr ein Modell wie dieses jetzt hier. Nur unseres kommt jetzt auch nochmal in so einem praktischen Hartschalenkoffer dazu. Ist also wirklich hervorragend, um es mal ganz einfach im Kofferraum liegen zu lassen oder vielleicht auch mal unter den Beifahrersitz zu legen. Und im Inneren entpuppt sich ebenfalls eine Powerbank, so wie diese jetzt hier, mit verschiedenen Anschlüssen. Sie sehen auch hier die USB-Anschlüsse, USB-A, USB-C, also auch mal für modernere Geräte. Beleuchtung ist ebenfalls mit dabei, denn sowas passiert ja häufig dann auch gerne mal im Dunkeln, immer dann, wenn man es überhaupt nicht gebrauchen kann. Und auf der anderen Seite dieser praktischen Tasche finden Sie die entsprechenden Polklemmen, um das Ganze mit Ihrer Autobatterie zu verbinden. Ganz einfach reindrücken, da sehen wir auch schon, wie der Strom entsprechend fließt. Jetzt nur noch rot auf rot und schwarz auf schwarz, beziehungsweise an ein anderes metallisches Teil Ihrer Karosserie. Und dann können Sie das Fahrzeug auch schon wieder starten. Wichtig ist hier bitte zu wissen, dass man hier nicht nur bei einem klassischen Mittelklassewagen eine Batterie wieder flott machen kann. Wir haben hier so eine große Power, so eine Energiemenge oder so eine tolle Ampereleistung, dass Sie hier Benziner bis zu 7,5 Liter Hubraum wieder flott machen können. Ich wiederhole das. Benziner bis 7,5 Liter und Diesel bis 6 Liter Hubraum. Und da denken wir also auch schon mal an die ganzen Transporter, so ein 3,5-Tonner beispielsweise. Mhm. Ja, oder mal etwas größer motorisiertes Fahrzeug lässt sich damit auch wieder flott machen. Denn man sagt immer, es passiert bei älteren Fahrzeugen ganz gerne mal, dass eine Batterie leer gelaufen ist. Bei modernen Fahrzeugen hast du so ein unglaubliches Paket an Elektronik. Und gerade jetzt machen Sie mal die Sitzheizung an, da haben Sie mal die Heckscheibenheizung an und so weiter. Vielleicht noch die Elektronik, da noch ein Bildschirm und so weiter. Das passiert also auch bei topmodernen Autos. Also fühlen Sie sich nicht sicher, nur weil Ihr Auto ein halbes Jahr alt ist. Legen Sie sich sowas mal in den Kofferraum und egal welches Fahrzeug Sie haben, da behaupte ich mal, mit diesem Volumen dieser Powerbank können Sie ohne weiteres wieder flott machen. In der Spitze bis zu 1200 Ampere, das ist eine ganze Menge an Leistung. Also nochmal der Unterschied, die vorherige Powerbank im Auto sitzen bleiben, anschließen, aber 10 bis 15 Minuten warten, dann losfahren. Hier bitte direkt an die Batterie anschließen, aber sofortige Starthilfe. Also keine Sekunde warten, angeschlossen, Schlüssel rum und im Normalfall sollte Ihr Auto dann wieder laufen. Du hast vorhin den ADAC oder auch andere Pannenhilfen angesprochen und ich weiß, die ackern ja wirklich, wir haben es vorhin gelesen, ja. 10.000 Einsätze am Tag und wenn Sie da anrufen wegen einer leeren Batterie, dann werden Sie natürlich, wird Ihnen geholfen, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass dann halt 5 oder 10 oder 15 Leute vor Ihnen dran sind. Ja, und dementsprechend ist so eine Wartezeit mal von 2-3 Stunden wirklich keine Seltenheit. Und das heißt, Batterie leer, Heizung wird dann auch nicht gehen. Will man nicht. Also deshalb so Pannenhilfen unbedingt notwendig, meiner Meinung nach. Und ich habe sowas auch. Ich habe eine andere Version, aber ich habe es
auch im Auto und ich habe auch Carsten schon mal geholfen mit seiner leeren Batterie. Ja. Aber du hast jetzt auch so eine Starthilfe im Auto, oder? Ich habe so eine Starthilfe auch. Das passiert mir nur ein einziges Mal. Ich werde diesen Freitagabend nie vergessen. Ich wusste gar nicht, dass ich in 14 Sprachen fluchen kann. Aber dann kam der schwarze Engel Ralf und hat gesagt, Fliesenfluch. Dann kam der schwarze Engel Ralf und sagte zu mir immer, ich habe eine Überbrückungshilfe im Auto, da kriegen das Ding auch schon wieder fluchen. Also Sie werden sehen, wenn Sie so einen Pannenhelfer im Auto haben, Sie werden es nicht nur für sich brauchen, für Ihre Familie, vielleicht auch mal für den Nachbarn oder den Arbeitskollegen. 109,24 Euro sollte Ihnen das wert sein. Und die Bestellnummer hier ist die ZX 3000. Und die 569. So, jetzt haben wir direkte Pannenhilfen, einmal mit ein bisschen Zeitverzögerung, einmal mit Direktstrom und sofortigem Start. Jetzt sprechen wir aber auch mal über die Fahrzeuge, die Sie sicher auch schon oft gesehen haben oder selber haben, die Nummernschilder haben, die hinten noch zwei Zahlen haben. Also meistens 10-4 oder 0410. 0410, das sind die Sommerautos, 10-4 sind die Winterautos. Und jetzt steht gerade wieder der Wechsel an. Jetzt habe ich dann ein Auto, mein Saisonfahrzeug, in dem Fall, was jetzt kommt, mein Sommer. Fahrzeug, das wird jetzt erstmal auf Halde gestellt. Ja, geht jetzt in den Winterurlaub. So, und jetzt kann es dann sein, dass wenn das im April wieder rausgeholt wird, die Batterie natürlich nicht mehr die beste ist. Und hier haben wir im Prinzip ein Lade- bzw. Erhaltungsgerät für alle Arten dieser Batterien. Ein intelligentes Kfz-Ladegerät zum Erhalt der Spannung quasi einer Batterie. Und wenn ich sage einer Batterie und nicht konkret werde, bedeutet das, Sie können hier so ziemlich jeden Batterientyp von 6 bis hin zu 12 Volt ohne weiteres permanent mit Strom versorgen. Und damit Sie auch keine Angst haben müssen, dass da irgendeine Überspannung oder sowas passiert, ist das ein intelligentes Gerät, was genau erkennt, um welche Batterie handelt es sich und wie viel Strom muss da eigentlich abgegeben werden. Das Problem kennen wahrscheinlich viele, die jetzt wirklich ein Saisonkennzeichen haben, die ihr Cabrio, ihr Spaßmobil jetzt für den Sommer dann vielleicht irgendwo in die Garage stellen oder unter das Carport stellen. Oder Motorradfahrer. Oder Motorradfahrer ist ein ähnliches Thema. Also wer bei den Temperaturen noch Motorrad fährt, meinen größten Respekt, ist für mich persönlich gefährlich, saukalt. Ja, aber gut, es gibt so Hardcore-Jungs, aber ich glaube, dass die meisten dann vielleicht doch lieber sagen, komm, wir machen das im Frühjahr, wir machen das bei schönem Wetter, jetzt im Winter machen wir mal eine kleine Pause. Früher haben wir Batterien ausgebaut, auch Flüssigkeiten sind abgelassen worden, davon nimmt man heute eher Abstand. Ja, sollte man auf keinen Fall machen bei modernen Autos. Du musst, wenn du, viele kennen das, wenn sie einmal aus irgendeinem Grund eine Batterie gewechselt haben oder abgehängt, wenn du es wieder anhängst, musst du die ganze, in vielen Fällen, die ganze Autoelektrik frisch einladen. Das ist ein Aufwand. Das kannst du selber gar das nicht. Das ist ein Aufwand und mitunter mit Kosten verbunden. Dann muss das Auto irgendwie in der Werkstatt oder ein Techniker kommt raus. Mittlerweile läuft ja auch bei so einem Auto alles nur noch übers Laptop, Kfz-Mechatroniker. Wenn ich heute die Motorhaube meines Autos aufmache, sehe ich einen schwarzen Block. Früher habe ich meine Zündkerze selbst gewechselt oder auch mal den Ölwechsel selber gemacht. Grundsätzlich ist das jetzt hier heutzutage für mich persönlich nicht mehr möglich. Ich bin aber auch kein Fachmann. Vielleicht können Sie es. Aber wissen Sie was? Egal, ob Sie es können oder nicht, sorgen Sie doch ganz einfach dafür, dass Ihre Batterie gar nicht erst leer läuft. Und da rede ich jetzt nicht nur von PKWs, da rede ich von Motorrädern logischerweise. Boote, Campingmobile, auch die werden jetzt vielleicht langsam aber sicher ins Winterquartier gebracht. Jetzt haben wir im Dezember, Januar. Ist vielleicht schöner, wenn man das Ganze im Sommer macht. Aber auch da möchte man entsprechend hier dann ganz einfach dafür Sorge tragen, dass die Batterie nicht tiefen entlädt. Und das ist hier möglich. Ganz einfach eine Steckdose anschließen. Im einfachsten Fall über die Polklemme hier die Batterie damit versorgen. Und gut ist. Unsere Kunden sind begeistert davon. Ja, mir ist das auch immer wichtig. Was sagen andere, die es schon ausprobiert haben? Und da sehen wir bei Amazon absolute Begeisterung. 4,5 von 5 möglichen Sternen. Und das in diesem Preis-Leistungs-Verhältnis mit 36,09 €. Und ich glaube, für viele ist es jetzt in wenigen Tagen ist der 1.11. Das heißt, 4 bis 10 kommt in die Garage. Das Sommerauto geht in den Winterschlaf. Und viele wissen schon jetzt, dass sie im April, wenn sie es wieder fahrfertig machen wollen, sie das Problem mit der Batterie haben werden. Ja. Hier entfällt das. Einfach das Gerät anschließen. Sie können natürlich beim Boot zum Beispiel auch die Batterie rausnehmen. Auch bei Motorrädern geht das oft. Bei Autos modernerer Art würde ich immer davon abraten. Vorsicht. Und dann im Auto lassen und einfach dieses Erhaltungs- bzw. Ladegerät anschließen. Und dann haben Sie im April überhaupt keine Sorgen mehr. Sie wechseln dann einfach nur. Jetzt kommt die Batterieerhaltung ans Winterauto dann wieder. Und so hast du eigentlich immer auch die Sicherheit, wenn du dann mal, wenn die Saison wechselt und du das Auto wechselst, dass die Batterie auf jeden Fall noch funktioniert. Es macht übrigens Sinn, das ganz einfach vielleicht im Vorfeld abzuchecken. Das ist ähnlich wie sicher zu gehen, dass eben überhaupt nicht gekratzt werden muss am Morgen mit einer Abdeckfolie für die Frontscheibe. Etwas anderes ist das eben mit der Batterie. Das ist so ein bisschen Präventivarbeit. Und ich glaube, jeder, der das Problem schon mal hatte, eine tiefenentladene Batterie, eine zugefrorene Scheibe oder einen zu platten Reifen am Fahrzeug,
der weiß ganz genau, dass das Dinge sind, die man bestimmt kein zweites Mal braucht. Und wenn man da präventiv eingreifen kann, wenn man einfach Vorsorge treffen kann für kleines Geld, glaube ich, ist allen geholfen, Ihnen allen voran. So, die Bestellnummer hier ist die ZX8288 und die 569. Und damit wird eigentlich garantiert, dass Ihre Batterie auch von einem vorübergehend stillgelegten Fahrzeug nicht leer wird. Also Sie sehen, es ist gar kein Problem, sich auf den Winter vorzubereiten mit unserer Abdeckscheibe, mit unserem Windschutzscheibenwunder, mit dem natürlich Kompressor und mit den verschiedenen Möglichkeiten, die Batterie zu retten. Also jetzt sind Sie dran, ran ans Telefon und dann allzeit gute Fahrt.